Hallihallo, Rotmilano hier. So, jetzt geht's weiter. Ja. Nein, jetzt nehmen wir den McLaren, wie ich das letzte Mal das gesagt habe. Diesen hier. Schwierig. Da brauche ich alles. Und zurückspulen auch. Der ist sehr schwer zu fahren. Ist gut. Ja. Der bricht aus wie ein König. Dann ist alles andere einfach zu fahren. Schauen, wie ich den bringe. Ich sage lieber nichts zu früh. Hört ihr das Pfeifen? Ja gut, ich drücke natürlich den Ton runter. Mann, das war jetzt ein Geschleuder. Und jetzt auch. Nicht dort rein. Okay. Oh, nein, 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 nein. Das meinte ich. Unglaublich! Das seht mal das Geschleuder an. So, jetzt. Ja, ich nehme an, ich müsste etwa 20 Mal neu anfangen. Wir werden sehen. Wie viel Mal müsste ich anfangen? Wenn ich das Zurückspulen nicht eingeschaltet hätte. Also mal einmal. Ah, hier wieder aufpassen, nicht zu stark Gas geben, jetzt wieder aufpassen und schon geht er wieder los. So, nein, nein, besser als ich dachte, besser als ich dachte.
Wahrscheinlich hat es mir gut getan, den Ferrari GTO zu fahren. Habe ich schon ein bisschen einen Vorgeschmack erhalten. Wegen wie stark, dass man beschleunigen darf. Da ist man fast nie auf Vollgas. Nur jetzt hier. Aber sonst so sachte. Ja, ich hab's wieder geschafft. Ha. Bis jetzt. Gut, jetzt kommt noch das andere hier. Ui, ui, ui. Jetzt mal schauen, wie das geht. Schön sachte. Nicht zu viel Gas. Jetzt Vollgas. Ja. Sehr gut gelaufen bis jetzt. Nein, 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 nein. Zu spät gesehen. Sechzehn Sekunden sind sie hinter mir. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Nein, nicht rein. Schade. Ja, nu. Das war ein roter. Was haben wir hier? 12, ja. Bin sehr zufrieden. Obwohl, die, seht mal die an. Die beherrschen den McLaren. Unglaublich. Bewundernswert, sehr bewundernswert. So, weiter. Ah ja, der Matide Bereton wollte ich ja noch euch zeigen. Jetzt machen wir den nächsten. Den will ich reinbringen. Heute geht es zurück ins Rheintal in Baden-Württemberg, Deutschland, für ein Rennen auf dem Hockenheimring. So. Okay. Ja, 77.000 ist nichts, du. Das Problem ist jetzt, wie viel Geld, das ich hier reinbuttern muss. Das sollen wir S fahren, dass ich nicht Geld ausgeben muss. Weil hier muss ich zahlen. Und ich möchte gern. Schaut mal her, 170.000 zahlen. Ich brauche das Geld. Dann fahre ich lieber S. Aus. Nur Bremshilfe. Aus. Mal schauen. Also wenn ich jetzt den McLaren so ziemlich gut im Griff gehabt habe, also vielleicht übertrieben im Griff, aber
ziemlich gut unterwegs gewesen bin. Also sollte ich den Bariton hier auch um die Ecken flitzen lassen? Also ich hoffe zumindest, jetzt habe ich ziemlich alles aufgestellt. Also eben die Rückspultaste ist weg. Zwei Läufe mit diesem Ding. Gut, wir sind wieder bei S angelangt, aber eben kein Geld, um zu kaufen. Und da geht auch was. Und diesen Zirkus hier kenne ich kaum. Nur seit ich Forza 4 spiele. Das ist neu. Ich möchte bei diesen anderen drei sein. Nein! Ja, so. Genau, so. Hinter dem Lambo. Ich sagte ja schon länger wegen dem Ruf auch, dass ich den fahren will. Den machen wir als nächstes Rennen. Ui, genau das meinte ich. Seht ihr, wie der rausschlägt. Gut, jetzt bin ich zu schnell. Viel zu schnell gekommen. Ah, jetzt ist es schwierig. Nein, genau das wollte ich nicht. So unschön. Ich weiß. Da der Ruf ist vorne. Ah, jetzt dritter. Haben wir nicht den gekauft? Oder als Belohnung bekommen? Den hatten wir doch. Muss mal schauen. Der zieht ganz schön, hä? Nein! Shit! Ja, der ist kaputt. Ah, Mann! Das war nix. Ja, man merkt es. Am Gamepad. Slottert nur. Kann man kaum fahren. Ja, nun. Schade. Ja, nun. Das gibt's.
schade. Na, jetzt holen sie mich ein. Geht nicht mehr so gut, seht ihr? Oh je, Sechster. Schade. Oh je, es wäre so schön gewesen. So, jetzt spiele ich ein bisschen Sandkasten. Er ist schon so, wenn nichts am Boden ist, beim Bremsen und so weiter, dann ist es unglaublich schwer. Ah, hier bin ich ja wieder rausgekommen. Genau, das war hier. So, Fünfter. Ah, was haben wir hier? 80. Oh nein, 22. Geht's noch? Ah, nein, nein, halt mal. Hier seht ihr McLaren am 15.01. 1,52,971. 1,52. 1,52, ja. Hat da schon einiges länger. 1, 2, das sind 9 Sekunden. Ja, man merkt es. So, bald wieder Fahrerbelohnung. Das gefällt. So, nochmals. Was hatten wir wieder? Keine Linie. Und kein, genau. Das zweite. Okay. Ich hoffe, jetzt bin ich warm. Und jetzt sollte was gehen. Ja. Tschüss, Jungs. Das bringt nichts, ich will da vorne sein. Das Überholen ist eine schlechte Idee. Ich bleibe ihm einfach an den Fersen. Komm, gib Gas da. Jetzt bremst er ja schon. Ah, ich bin schon kaputt. Schon kaputt. Zu nah aufgeschlossen. Ist ja logisch. Jetzt muss ich wieder allein irgendwie die Geschwindigkeit finden. Oder auch nicht, nein, er hilft mir. Ja, ziemlich kaputt. Oh nein, du musst nicht so Fehler machen hier. Also nein, ja. Die machen ja Ware hier. Schlimmer als ich.
Ja, schon ziemlich kaputt, 22 der Motor. Ja, jetzt ist das Problem, wo bremse ich? Lade ich vor. Dort ist schwierig zu bremsen. Wo bremsen? Ah, jetzt habe ich mein Auto zur Sau gemacht. 22. Nein, ist immer noch gleich. Ich habe den hinter mir gesehen. Das war das Problem. Der hatte ja einen Ausritt, also was soll das? Mann, ich will auch nach vorne. Ja, mein Auto ist noch mehr demoliert. Ja, super. Super, super, noch besser. Oh. Ja, jetzt hat er einen Schwenker. Jetzt schwenkt er ständig nach links. Ja, nu. Kommt auch nicht mehr drauf an. Schaut mal, seht ihr? Geht immer ein bisschen nach links. Oh Mann, das kann man wirklich nicht mehr fahren. Nein! Ja. Noch mehr kaputt als zuerst. Ja, nu. Ja, total versaut. Boccia spielen, du. Leck, ich bin achter, so schlecht. Ja, nu. Jetzt bin ich sechster. Nein, noch nicht. Vierter. Schade. Ich wollte jetzt mit aller Macht. Leider nicht gelungen. Oh je. Ja, der ist kaputt, das geht nicht mehr. Das ist noch viel schlechter gekommen. Oh mein Gott, ey. Ah, wieder ein Fahrbelohnung. Welch eine Freude. Ja, das war schon sehr schlecht. Ja, nu. Ohne Linie. Ja,
Spagat ist natürlich schon ein saftiges Zeug. Ja, schon Bugatti. 1000 PS. Ja, das war wohl nix. Jetzt ist es Zeit für einen neuen Versuch, den anspruchsvollen Sebring International Raceway zu bezwingen. Also ich muss den nochmals fahren. Jetzt will ich noch was sehen. Ja, das geht so lange. Schau lieber hier. Ich wollte ja mit dem Ruf fahren, aber den kann ich nicht kaufen. Ich habe 800. Ja, ich habe beide nicht. Ah, doch, ich kann kaufen. Blöd. Ja. Handling ist der besser, aber teurer. Geschwindigkeit auch besser. Diesen hier. Weiß. Upgrade. Wie viel hat er denn? 6,36, ja, zahle ich. Ich fahre jetzt den Ruf. Es ist halt wieder S. Was soll's? Kreditbonus mache ich. Fahre den Ruf und dann wieder den. Ja, das lassen wir. Ich will's mal schaffen. Gut, auch der Ruf ist wie der Baritone. Ähnlich. Aber ich will es irgendwie auch bringen. Jetzt fahren wir mal zuerst den. Mal schauen. Was ist das wieder? Ah, okay. Die Strecke ist nicht so schwer, finde ich, wie die andere, die ich nicht kenne. Hockenheim ist schwierig. Natürlich, diese ist auch schwierig, aber ich kenne sie, wenn schon. Ist doch keine Hilfe. Also wir werden sehen. Ja, ist schon total anders übersetzt. Ja, hier habe ich natürlich das gleiche Problem. Weiß nicht von Bremsen. Einer kann vor mir, kommt, aber nur einer. Ich versuche es mal hier alleine, so gut wie ich es kann. Ja, das habt ihr auch gesehen, viele Male bei mir. So, einer vor. So. Keine Ahnung, wem bremsen. Vorsichtig. Oh Mann, ey. Fahr anständig da vorne. 5 Runden, hey. Jetzt doch 4. Nein, warum gehen die immer baden?
Das letzte Mal auch mir passiert. Die gehen einfach baden. Bin ich Fünfter da. Ja, man kann sich auf niemanden verlassen. Oh! Jetzt versucht es halt nochmals wieder alleine. Oh. Wie ich sagte, das Heck geht auch überall hin. Nur dort, wo ich es brauche, nicht. Das war knapp. Also ich meine knapp. Es hat schon geknallt, aber ich meine knapp, dass ich nicht rein dresche. Also wenn ich das überstehe, dann ist natürlich übertrieben cool, so cool, man. Was ich meine überstehe, dass ich mir so einen Platz heimbringe. Ohne Linie. Also dann will ich etwas sehen. Ein Daumen nach oben. das muss nicht sein. Egal. Ein Kommentar tut's auch. Oh. Ja. Diese Linie dort habe ich nicht so im Griff. Aber trotzdem noch zwei Runden, noch eine Runde, das werde ich wohl überstehen. So. Bin ich konzentriert, du. Kein Ton krieg ich mehr raus. Jetzt kommt es drauf an. Ja,
Ja, ich kann's ja. Sehr schön gemacht. Erster. Ohne Linie. Ohne tausendmal gefahren. 65. Nicht schlecht. Ohne Linie. Sehr zufrieden. Endlich, was ich mit dem letzten zwei nicht geschafft habe, habe ich jetzt geschafft. Und jetzt kehren Sie auf den Circuit de Catalunya bei Barcelona zurück. So, jetzt nehme ich mir mit dem ich so versagt hatte. Genau. Jetzt will ich es mir nochmals beweisen. Weil Hockenheim war schon für mich zu kompliziert zu fahren. Also zu kompliziert, weil ich den Circuit fast nicht kenne. Er sagt Forza 4. So, Katalonien kenne ich auch. Also es ist sicher die lange Strecke, die ist schwierig. Die kenne ich nicht so gut, die lange. Ja, es ist die lange. Aber dafür kenne ich die andere Seite von der Strecke. Sollte mir doch helfen. Wenn sie nicht... Ja, gut, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ja, es ist hier schon anders. Ja, es ist anders. Es ist nicht die lange oder die kurze. Es ist die mittlere. Die ist schwierig. Der Ferrari geht mir nicht mehr so weg, hä? Sonst ist mir immer der entwischt. Mit dem Peretone geht da eine Welle. Oh, das wird schwer hier. Keine Ahnung mehr, wo ich bremsen soll. Einfach so mal. Ei, das war nicht. Jetzt ist wieder die Frage, wo bremsen? Nein, viel zu früh. Ich denke, das wollt ihr sehen. Ohne Bremshilfe nix. Natürlich. Ein Profi, der fährt und nicht ich. Aber trotzdem bin ich noch Erster.
und bin kein Profi, sondern ein Laie. Ein Laie. Ich weiß nicht, wo bremsen. Geh vor. Kann ich mich richten wieder? Er fährt zu wenig schnell. Ah, und ich bin wieder draußen. Und ich fahre zu schnell. Gut, er ist wieder vorne. Okay, lassen wir ihn vorne. Ist besser. Schaut mich das an. Beretton kommt hinterher ohne Probleme. Schaut mal das an. Unglaublich. Sonst ist mir dieser Wagen immer. Ist mir der Ferrari GTO immer weggefahren. Mit Beretton kann man ihn holen. Auch wenn ihr den Bugatti nicht habt. Der Peloton ist das einzige Auto, wo ich kenne, wo dem Bugatti nachkommt. Also bei Forza 2, 3 war das. Ob es bei Forza 4 auch so ist, weiß ich nicht. Weil Peretone ist S, bei Forza 3 auch gewesen und der Bugatti war S und nicht R3 bei Forza 3. Jetzt bei Forza 4 ist er ja R3. Ich bin still geworden, ich weiß. Ah, shit, ich wollte eine saubere Runde. Nein! Hätte ich doch nichts gesagt. Ja, nu. Das gibt's. Aber ich bin Erster geworden. Mit dem Peretone. 37. Drei Sekunden. Schnellste Runde. Gut, gut. So. Jetzt habe ich es mir auch bewiesen. Jetzt wohin geht's? Und ihr seht das nächstes Mal. Jetzt geht es zurück nach Georgia auf den Asphalt der Road Atlanta.